Ja! Genau das meine ich. Hör doch einfach auf. Ja, Münstastiges, willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3DS. Oh ja, wir sind hier stehen geblieben in der Küche, nachdem wir letztes Mal ein Nickerchen gemacht haben. Ein klägliches Scheitern. Ich bin hier am Auber gegangen. Oh ja. Nebenbei, wir haben hier Wasser freigeschaltet und so. Und, ist cool. Aber ich bin hier gestorben. Ich bin gestorben. Da war nämlich ein Hund da hinten. Der kam irgendwann auf mich losgerannt. Jetzt ist das Ding nämlich gewesen. Hier kam irgendwie eine Art Knochen drum raus, ne? Ich weiß nicht, ob der Typ irgendwie... Pass auf, ich habe das hier nämlich genau. Hallo? Bewässert. Und dann kam da irgendwann eine Blume. Genau, ja. Und irgendwann, pass auf. Ich weiß gar nicht, ob der... Kann ich den eigentlich nass machen? Ich möchte nicht zu nahe kommen. Ich weiß ja nicht mal, wie ich den besiegen kann. Ah! Weg! Ich glaube, wir haben zwar einen Knochen hier rechts im Raum. Hier drunter, oder mal abgesehen davon sind hier sowieso überall Knochen, ne? Aber ich glaube, ich kann die sowieso nicht mitnehmen. Ne? Da auf dem Boden auch, aber... Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt natürlich relativ doof, ne? Ich will nicht nochmal sterben. Aber der Hund kommt halt losgerannt. Es wird ja nichts, ne? Ich glaube nicht, dass ich das weiter bewässern muss. Es bringt ja nichts. Der Hund guckt. Ah! Ja! Genau das meine ich. Hör doch einfach auf. Ich kann sowieso nicht attackieren. Das ist total komisch. Ich verstehe es nicht. Und irgendwann kam dann der Knochengegner. Lass ich den Hund nochmal losrennen. Jetzt hier Gebein. Oh, verflucht. Kacke. Scheiße. Und der nervt mich dann auch noch. Oh nein. Oh! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kann ich nicht erstmal... Oh! Der Hund bleibt jetzt hier, ne? Kann der bitte weggehen? Oh, warte. Kann das sein, dass ich simplerweise einfach nur einen Knochen fangen muss? Wirf mich. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja, was soll ich denn dann machen? Der Hund scheint sich ja auch nicht dafür zu interessieren. Oh! Oh! Ich kann ihn bewässern. Oh nein. Oh, ich hasse diesen Kack-Doggo. Doggo. Bitte geh doch weg. Der hat aber nicht mehr viel Leben, ne? 10. Der Hund kommt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh! Da, hier, für dich ein Knochen. Hol ihn dir. Oh! Alter, das war ja mal bis jetzt der schwierigste, obwohl es einfach nur ein Hund war. Okay, vielleicht bekommen wir ihn sogar instant eingesaugt, glaube ich zwar nicht. Weg, aber trotzdem darf er nicht weg von uns. Der haut bestimmt noch so ein Ding raus. Versuchen, ihn festzuhalten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yes! Freunde. Ey, da muss ich jetzt nochmal Hallo sagen. Leute, wir sind back in Luigi's Mansion. Und diesmal sogar mit Skill. Das ist ja unglaublich. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich glaube, man muss es einfach weiter wachsen lassen, das Ding hier. Da hinten ist auch irgendwie ein Grabstein. Mehr scheint hier nicht zu sein. Wahrscheinlich können wir jetzt hier rein. Hallo? Hallo? Mal, hier ist was, ne? Mario! Der Knochen ist unsichtbar.
Mario. Kann ich fragen, warum? Ich meine, das ist ja schon komisch. Darf ich jetzt hier reingehen? Ach nee, ich kann da reingucken. Hallo? The fuck? Das war einfach das war das ganze Geheimnis. Friedhof? Nein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen gruselig, nicht? Ich möchte das Herz haben, ne? Bevor ich hier alles absauge. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Nehme ich gerne mit. Ist da was drin? Wieder ein Herz. Oh nein. Okay, die gehen aber auch mit Feuer weg. Ja, das. Das ist ja schön. Und 4, 3, 2, 1. Ich finde das aber ziemlich. Ich hasse diese Gegner, ne, wenn ich das gerade mal so sagen darf. Da war auch wieder einer. Ha! Okay, okay. Also ich weiß nicht, ist das komisch oder dass das Unbefriedigende an den Gegnern ist, die man nur mit dem Element kaputt machen kann, ist, dass sie halt einfach nicht eingesaugt werden. Die verschwinden einfach. Wo ist das? Mario! So komisch geleuchtet. Das hat jetzt eine ganz komische Farbe. Oh. Das war, das freut mich. Auf einen Edelstein. Es ist irgendwie auch, ich meine, es erinnert mich an Luigi's Mansion 2, ne? Habe ich als erstes gespielt. Das ist ja für mich immer noch blind. Mhm. Da gab es ja auch welche, ne? Luigi's Mansion 2. Die man ja auch teilweise, ich glaube, es gab immer eine bestimmte Anzahl. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich stehe hinter dem Grab. Was? Ich habe mich gebeamt! Was ist das jetzt für ein Pudding? Was ist das für ein Pudding? Ich habe Fragen. Ist das der nächste Bossgeist? Anscheinend schon. Finde ich immer mal mega gruselig, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist das denn für ein Schattenwesen? Was ist das für ein Vieh? Da ist es. Also einsaugen kann ich es nicht. Ich habe sowieso nichts, ne? Kann ich. Beruhig dich. Da ist wieder was. Aber der. Ja, das hat mich schon gedacht, dass ich nicht da reinlaufen darf, ne? Da ist es doch. Hä? Ich hab sowieso keinen. Muss ich da reinschauen vielleicht? Also, da sind jetzt noch mehr. Bin weg! Nee, es bringt nichts. Hä, was muss ich denn tun? Freunde der Sonne. Ich meine, es bringt ja nichts, die einzusaugen. Hä? Anscheinend doch. Also ich bekomme irgendwie schwarze Energiebälle durch das Einsaugen. Ja, jetzt schon wieder. Wahrscheinlich muss ich damit die, ja, ich lasse ja immer los. Ich bin where? Leute, ich bin ganz schön where. Hallo? Kann ich dich einsaugen? Vielen Dank. Jetzt das da hinten abwerfen. Ja, ich. Freunde, ich bin doch geistig nicht mehr so auf der Höhe. Oh lol, war das knapp. Okay, einsaugen. Aha. Aha. Oh, warte mal. Oh! Ich wollte sagen, das zieht mich ja da durch. Also ich denke mal, das ist ein. Die kommen ja immer schneller zu mir. Oh! Alter, ja, renn ruhig mit. Das ist richtig, richtig kompliziert. Also wir dürfen auch immer nur teilweise was einsaugen, ne?
Aber ich finde es ja mal richtig kack schwer. Der kann. Ist ja. Ich meine, die Dinger gehen ja noch hinter mir her. LOL! Ich muss irgendwie versuchen, das wegzulenken von mir, ne? Okay, das ist jetzt alleine. Ich hab's nicht getroffen. Perfekt. Ja, jetzt sind die Dinger wieder hinter dem Ding her. Huh! Oh nein, das war nicht so schlau. Das zieht mich jetzt da durch. Oh, danke. Nein! Geh! 3, 2! Es sind noch zwei Lebenspunkte. Komm. Aber wenigstens habe ich noch volle Energie. Huh. Und? Nice. Aber es gab keine Perlen. War das jetzt der Boss? EG Friedhof? Aha. Ein Schlüssel. Mache ich natürlich gleich. Wenn ich vorher nochmal hier alles abgetastet habe. Ist denn der Schlüssel kann respawnen. Das wäre mir natürlich ein bisschen unangenehm, ne? Versteht sich. Aber ich habe nicht, dass er respawnen kann. Das wäre ja richtig komisch. Baum abgetastet. Kommen nur Leben raus überall. Na, wer weiß, vielleicht ist hier nochmal was im Kennel. Nee. Dann nee. Gönn dir den Schlüssel. Für die nächste Ebene. Doch, das war das Gebiet, glaube ich. Ich glaube schon. Jawohl. Wir werden angerufen von Igitt. Luigi. Ja? Luigi, hörst du mich? Ich bin froh zu sehen, dass du in Ordnung bist. Dein Signal ging verloren, als dieser Blitz einschlug. Das war ja ein heftiger Kampf. Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Wie? Du fürchtest, der Blitz habe den Schreckweg 0816 beschädigt? Nur keine Sorge, selbst wenn der Blitz ein Stück Kohle aus dir gemacht hätte, der Schreckweg 0816 bekäme nicht mal ein Kratzer ab. Haha. Ist das lustig? Haha. Luigi wäre tot, aber der Schreckweg würde noch funktionieren. Gute Arbeit, Luigi, du bist uns unversehrt zurückgekehrt. Ja? Dein Stoppsucker scheint voller Geister zu sein. Was hältst du davon, wenn wir sie durch den Geisterportrifizierer jagen? Krankes Wort. Okay. Heißt also, Ebene ist abgeschlossen. Ich hoffe, ich habe alles, ne? Wäre sonst ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht, wie viel wir. Ich würde auch immer wissen, was jetzt mit dem Game Over passiert. Ob der jetzt irgendwie für mich ein Minus ist? Ich glaube nämlich schon, tatsächlich. Oh, da sind die Geister. Geister sind unsichtbar. Ja. Wirklich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Das weiß ich schon. Das sind die gemeldeten Fettings, sind unsere unheimlichen Freunde. Oder so. Ja. Ja. Je und Leel. Und das letzte Ding ist wahrscheinlich das. Nee, doch nicht. Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Mach ich doch gerne. Zur Abrechnung, bist ja gefangen. Bereich 2 war das jetzt. Herr Scheundrische. Genau. Die schwebenden Turteltauben. Melodia. Herr Tatterich, genau, der war der komische Kellner da. Der Diener Hector, böser Hund. Und das Vieh, Herr Finsterling. Das ist ja auch als gemeldeter galt. Weißt du, alle haben so eine Form und das war einfach so ein Glibbervieh. Ich glaube sogar, dass wir Herr Tatterich, den Hund und Melodia als perfekt haben, oder? Ich weiß es nicht, ne? Aber ich glaube. 9 Geister, oh mein Gott. So, hier. Reichtümer 17 Millionen. Hey, das ist ja heftig viel. Okay, gut. Ich dachte, wir bekommen jetzt irgendwie eine schlechte. Also, was ich durch den Game Over, weißt du? Ich dachte, das wird jetzt richtig so scheiße. Du bist gestorben. Wo ist jetzt hingehen, Luigi? Ja, bitte zu Villa. Natürlich bin ich vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Aber überspringen können wir das gerne. So. Jetzt dürften wir ja. Meldeprofi?
Ach stimmt, es gibt ja jetzt diese Ziele, das habe ich natürlich vergessen. Aber es sind, glaube ich, alles meistens Sachen, die ja... Kannst du den Türentrick beschaut? Ah, stimmt. Man kann die Türen ja verbrennen, das... Da war ja was. Dann mache ich das mal. Oh. Wo komme ich denn meine Leckerlis her? Die gibt's hier gar nicht, kann das sein? Also das Feuer. Ist natürlich jetzt nicht so cool, ne? Habe ich die Lampe. Oh! Weiche! Einfach, warum? Warum ist man so gemeint? Oh! Hier sind keine Geister mehr. Ist das nice? Na, ich möchte mal ein bisschen Feuer haben. Gab es hier links Feuer? Ich glaube schon. Aber ich glaube auch irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Hier die Tür ist, glaube ich, unecht. Ja. Wenn wir uns einfach die gleich vornehmen. Die Türen respawnen, ne? Das, wenn die Fake-Türen respawnen, wäre das ein bisschen komisch. Aber ich würde es irgendwie verstehen. Ich weiß nicht, warum man... Ich brauche Feuer. Gehen wir zur Hellseherin. Denn die... weiß Bescheid. Hier sind ja noch Geister im Raum. Ja. Aber ich hätte, glaube ich, nichts, ne? Ich glaube, ich kann die sowieso nicht einsaugen. Weil sie ja für uns... Die hilft uns ja. So, hier, Feuer! Hallo? Hallo? So. Wir können auch wieder in den Keller gehen, ne? Auch wenn uns das nichts bringt. Verstehe ich sowieso noch nicht, was der Keller so auf sich hat, ne? Aber okay. Das ist eine Fake-Tür. Ja. Ja, das... Ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Hinsicht irgendetwas bringen soll. Jetzt die nochmal weg, ne? Ja, weil es geht. Es fühlt sich halt schön an, wenn die Türen nicht mehr da sind, die nicht existieren. Jetzt die Frage ist, wie respawnt. Sie ist weg. Dann bin ich jetzt mal so bäh und mach das bei den anderen Türen auch, die wir schon gesehen haben, ne? Weil es fühlt sich gut an. Ich bin gleich wieder da. Ja, wow. Okay, die respawnen doch. Ja, Bringt dann ja nichts, sie zu verbrennen. Ich meine, wenn du die Feuerfähigkeit hast, ja je, dann kannst du es mal versuchen. Aber es hat keinen Zweck. Oh, ich möchte mal ins Musikzimmer gehen. Und schauen. Oh ja. Was ist das für ein Geräusch? Achso, das ist das Geräusch von dem Instrument. Das ist ja schön. Lalalalalalala. Ich finde das sowieso cool, dass das geht. Darf ich das Ding auch noch machen? Klavier bitte auch. Natürlich geht das nicht. Ich finde das schön. Ich finde das toll. Mann. Warum macht man nicht mehr Lieder? Hier, das hier können wir jetzt öffnen, ne? Hallo? Mit der Kraft des Schlüssels. Ist der Bann gelöst. Nee, wir müssen ja trotzdem noch aufschließen. Und jetzt geht's nach draußen. In den Garten. Was ist das denn? Bitte, wer? Kann das mal bitte aufhören, das ganze Zeug hier? Diese komischen Dinger, weg mit... Ey, ich wollte den einsaugen, nicht gegen meinen Kopf schlagen. Komm auch mal her, komm du auch mal her. Gut, bitte... Na, ist hier nichts drin? Okay, der Baum hat kein Geheimnis. Aber vielleicht die... Semi-Schaukel, das Aufhängeding. Alter! Ich möchte das Ding einsaugen, ne? Nicht an mein Bein schleudern. Vielen Dank! Ist das eine Lampe? Ist eine, das hier ist eine Lampe, oder? Ja, aber die sieht nicht mehr so gesund aus. Das ist auch nichts? Wahrscheinlich Wasser. Hallo? Ich wollte gerade... The fuck? Oh lol, stimmt, da war was. Mir fällt das ein. Man konnte die Sachen immer bewässern, die ganzen Blumen, ne? Lol. Oh mein Gott. Ja gut, gut. Dann track ich mal back. Nein, du gehst weg. Ich kann mich sowieso nicht angreifen von so weit hinten. Da war nichts drin.
Dann, ich glaube, da mache ich das gleich mal. Ich glaube, hier geht's sowieso nicht. Kann ich hier angreifen? Ich glaube, ich kann hier gar nicht angreifen. Huh. Na. Aber wir sind... Oh. Weg. Da ist was drin. Was war das? Was ist das? Das ist Marios Brief, was wohl drin steht oder sowas. Der uns seine Bomben hieß, aber in der Statue. Oh, Münzen, Münzen, Münzen. Alter. Das fliegt ja überall hin. Bitte langsam. Okay, okay. Ein Schein. Oh, danke. Hab ich alles? Ich glaube, ich habe alles, ne? Toad. Ein Speichertoad, ne? Ein kleiner Speichertoad. Je, bitte, hallo. Na, Toad? Etwas Furchtbares ist in diesem Brunnen. Das war's. Das war's. Mehr sagt er nicht. Ah ja. Okay, hast du noch irgendwie... Nö. Dann track ich jetzt mal back, weil wir haben, glaube ich, viele... Oh, ich möchte eine Sache noch versuchen. Kann ich da reinschauen? Super, hier werde ich später... Nee, warte mal, wie war das mal? Super, hier werde ich später einen Taubenschlag einrichten. Denn ich versuche, Luigi so zu synchronisieren, wie ich ihn mir gerne synchronisieren würde. Und nicht die Super Pepper Mario Galkan Stimme. Weil das ist der Luigi, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich check jetzt mal back. Ich backtracke, wie auch immer. Und suche alle Blumen, die ich kenne. Auf Deutsch gesagt, ich gehe eigentlich durch jeden Raum. Ne, weil ich möchte das Geld haben. Also bis gleich. Okay. Die Blume hat sich anscheinend jetzt schon, größer gemacht. Oder zumindest mal ist jetzt was passiert. Ich backtrack mal weiter, ne? Wuhu, einfach mal random. Na, bleib hier. Nehme ich einfach mal an. Und hier ist noch ein Wuhu. Den habe ich anscheinend letztes Mal nicht geholt. Oder ist hier hingeflogen irgendwann mal? Ja, er ist schon angekratzt, seinen 43. Nein! Na, du kommst her. Was für ein Wanker! Der will abhauen, ich dachte, der ist weg und dann fliegt er hier wieder zurück. Ich bin immer zu Madame gegangen, ne? Weil wir haben ja jetzt den Brief von Mario gefunden, ne? Nanu, was ist das für ein Gegenstand, den du mit dir führst? Wolltest du ihn bitte Madame Legaro zeigen? Aber was ist denn das? Ist das nicht Marios Brief? Ja, damit ich werde ihn sofort durchlesen. Das geht schon in Ordnung. Schließlich bin ich staatlich geprüft Diplomatbriefleserin. Interessant. Mal sehen. Halte nach Buhus Ausschau, Luigi. Ist das alles? Nicht gerade ein Geschichtenschreiber, der Mario. Und was für eine Sauklaue das ist. Ah ja? Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht. Zeigt euch, Geister des Sehens. Lass mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zutragen mögen. Lese nach Kugel, Symbol meiner Familie, befähige dich deiner dunklen Mächte, um uns alle zu enthüllen, was du könntest. Ich meine natürlich kannst, enthülle uns alles, was du kannst. Zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nähert sich, gewährt uns einen Blick. Oh, Murmel, dein Mario wird gefangen gehalten. Doch wo nur? Das ist hier die Frage. Ja, ein Gemälde. Dein Mario wird in einem Gemälde festgehalten. Meine Kugel zeigt einen seltsamen Altar. Und mach schon, du dämliche Kugel, genau darüber. Dein Mario. Er steckt in einem Bild fest. Oh je, ich kann mich nicht konzentrieren. Die Geister, sie verlassen mich. Bring mir mehr Fundstück von Mario, wenn du mehr über ihn erfahren möchtest. Oh. Nice. Oh, yeah. So. Auf geht's in den Brunnen, würde ich sagen. Weil da sollen wir ja... Oh! Jetzt hoch! Hin! Oder ich sag einfach... Das machen wir im nächsten Part. Ich meine, wir haben ja jetzt schon... Oh Gott, ich gehe lieber wieder rein. Jetzt haben wir, ja eigentlich schon viel erreicht, ne, neben dem komischen Grabsteinboss. Ich habe ja jetzt nochmal gebacktrackt. Und da waren ein paar Edelsteine, ne?
Finde ich irgendwie nicht gemein. Ich glaube, man kann sie ja immer holen. Von daher. Also, irgendwann kommen wir auf die Idee, nochmal durch die ganze Villa zu gehen. Ich habe auch einmal random einen Schrank nochmal angeschüttelt und da war Geld drin. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich das damals vergessen habe, den einen Schrank zu rütteln. Oder manche Sachen füllen sich wieder. Was blöd wäre, weil dann müsstest du nach jedem Bereichsclear alles wieder abtasten. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich alles alle Blumen gegossen habe auf dem Balkon mit dem Speichertod. Wir werden sehen. Wobei ich denke nicht, dass es so knapp ist, um einen guten Rang am Ende zu bekommen. Ich denke, die Sache ist einfach, du solltest nicht sterben. Obwohl das kein Abzug hat, also macht es auch keinen Sinn. Du solltest wenig getroffen werden, das ist die Sache. Weil dann bekommst du, glaube ich, du verlierst, glaube ich, nicht die Münzen. Also du verlierst nicht so viele Münzen, wie du, also du wirst getroffen und dann verlierst du Münzen und du sammelst wieder ein, dann ist es nicht wieder ausgeglichen. Ich glaube, dann hast du trotzdem Einbußen gemacht. Ich weiß es nicht, habe ich nicht nachgezählt, aber kann gut sein. Ich würde sagen, das war's mit dem Part. Ich hoffe, hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bleibt münzig und tschüssikowski.